Reinmache. Also hier in diesem Raum voller Glaswolle steht die Biogasanlage. Und hier fülle ich das ein. Das ist eine saubere Sache, spritze auch nichts daneben, weil ich einen Trichter habe. Und zwar hat das folgenden Grund. Die Biogasanlage braucht 40 Grad, ungefähr 35, 40 Grad, um aktiv zu werden. Und das Schöne ist, hier ist meine Heizungsanlage und dahinter ist der Pufferspeicher, beziehungsweise das Warmwasser für die Heißwasserversorgung. Und ich bin mal auf die Idee gekommen, ich habe noch so Glaswolle über gehabt, natürlich alles schon mit Atemschutzmaske hier rein gepackt und so weiter, weil es ist nicht so angenehm mit dieser Glaswolle zu hantieren. Auf jeden Fall habe ich diesen Pufferspeicher abgedeckt mit der Glaswolle und siehe da, ich habe viel länger heißes Wasser und dann habe ich hier ein Temperaturmesser auf den Pufferspeicher draufgelegt unter der Glaswolle und siehe da, es werden 33,7 Grad erreicht, 34 Grad und das ist eine Menge. Ja, das ist einfach das, was im Prinzip aus diesem, ich glaube, Wolf-Pufferspeicher einfach verloren geht, ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich stelle den Fermenter ganz nah an den Pufferspeicher ran und dann wird das nachher alles wieder mit Glaswolle eingepackt. Der Schanzanfeger wird sich wahrscheinlich ärgern. Also auf jeden Fall steht hier nur der Fermenter drin und das Biogas, das wird hier durch diesen Schlauch nachher, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja, wird das nachher außerhalb geleitet. Ja, das heißt also, das Biogas selber wird außerhalb von der Heizungsanlage gespeichert und dann in die Küche geleitet oder zu einem Gasofen, je nachdem, was ich damit machen will. Oder zum Generator. Ich schätze mal, dass das wäre das erstmal. So sieht es hier drinnen aus. Und ich zeige es nachher nochmal, wenn es richtig fertig ist. So, Wassermarsch. Jetzt läuft die Tonne voll. Und die bleibt wahrscheinlich jetzt unten. Und hier entweicht die Luft, weil es ja noch auf ist. Ja, das war eigentlich alles soweit. Und hier wird nachher der Schlauch angeschlossen. Schon vorbereitet alles mit dem Rückschlagventil. Das zeige ich dann aber noch, wie das läuft. Und dann können wir morgen mal eine Gasprobe machen, ne? Okay. Jo. So, heute ist der Tag gekommen. Ich habe alles angeschlossen und habe den Gasometer hier eingebaut. Das heißt also, dieses Fass ist jetzt auf den Grund gesunken. Die Luft ist hier raus und ist jetzt bereit, Gas aufzunehmen. Ich habe das hier jetzt angeschlossen, aufgedreht und jetzt kann ich hier das Gas aufdrehen und dann wird sich zeigen, ob was passiert. Der letzten Tage Gas gesammelt, sieht man, indem man hier das Fass bewegt und es kommt ja auch aus dem Wasser raus. Das heißt also,
Dieser Teil ist mit Biogas gefüllt. So. Ja, um jetzt zu zeigen, dass es tatsächlich auch brennbares Gas ist, muss ich jetzt mal ein Feuerzeug holen. So, nun ist die Biogasanlage hier im Gange. Ich habe das nochmal umgestellt ein bisschen. Aber nun ist jetzt hier dunkel, damit man auch die Flamme sieht. Ich mache jetzt mal hier das Gas an. Hier sieht man jetzt ausgezeichnet, wie das Gas brennt. Wunderbar. Und jetzt habe ich hier auch schon Kaffee vorbereitet. Und jetzt wollen wir auch mal sehen, ob das mit dem Kaffee funktioniert. Also würde mich wundern, wenn es nicht hinhaut. Hier sieht man also ganz klar, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Tonne raufdrücke, dann kommt noch eine größere Flamme. Sieht man ja, ne? So. Ja, das ist die Biogas-Geschichte. Und es funktioniert.